Hallo, in unserem heutigen Video geht es um das große Rätsel, was wirft mich aus dem Fasten und was nicht? Und was wirft mich aus der Ketose und was nicht? Da bei diesen Themen herrscht immer noch ziemlich viel Verunsicherung. Und ich weiß, dass jeder, der sich früher oder später mit seiner Gesundheitsperformance näher beschäftigt, das Fasten aus den vielen verschiedenen positiven Gründen einlädt in sein Leben. Und dann ist es doch eine gute Idee, darüber genauer Bescheid zu wissen, was bricht mein Fasten und was nicht? Was kann ich während meiner Fastenzeit zu mir nehmen, ohne Angst haben zu müssen, dass es die Vorteile wieder reduziert? Ich bin Silvia Schnapperelle, Gesundheitstrainerin und Autorin des erfolgreichen Büchleins Mein gesunder Weg aus dem Lipödem, und Fasten gehört zu meiner absoluten Routine. Ich habe das Fasten trainiert wie einen Muskel, und das möchte ich auch, dass dir das früher oder später leichter fällt. Und dazu ist es halt gut zu wissen, was kann ich denn während meiner Fastenzeit zu mir nehmen und was lieber nicht. Für das Fasten muss man eben differenzieren. Der eine fastet für den Rejuvenation-Grund, also das Anti-Aging, sich zu verjüngen, seine Lebensspanne zu verlängern. Und diese Anti-Aging-Effekte haben tatsächlich also erfahren einen Aufschub, wenn wir regelmäßig in unserem Leben fasten. Das funktioniert am besten über Autophagie und über die Stimulierung bestimmter Hormone, die dafür sorgen, dass Altes abgebaut und Frisches entstehen kann in Bezug auf die Zellen. Ist aber durch das Fasten mein Ziel, die Ketose zu vertiefen? Was ja auch, das eine schließt das andere nicht aus, aber es ist doch eine etwas andere Richtung. Dann haben wir auch einen anderen Fokus auf das, was unser Fasten bricht und was nicht. Andere Leute fasten, weil sie einfach Fett abbauen wollen. Da ist der Fokus genau darauf ausgerichtet, und dann ist die Geschichte wieder eine andere. Allem voran schicke ich zuerst einmal die Message: Wenn man das Fasten wirklich tief ernst nehmen möchte, ist die beste Variante nur mit Wasser. Das ist allerdings auch die strengste, mal abgesehen von der Königsdisziplin ohne Wasser, also ohne alles, Trockenfasten. Aber das klammere ich hier mal aus, denn das ist eine ganz spezielle und extreme Form des Fastens. Wasserfasten allerdings ist dann die nächste reine, also die nächste Stufe darunter, die auch wirklich alle Effekte berührt, die ich genannt habe. Und wenn man dann weiter runter geht, Fasten mit Kaffee und anderen Dingen, dann kann man davon ausgehen, dass in geringer Art und Weise das eine oder andere dann auch eingeschränkt ist an den Vorteilen. Will man also das Fasten für die Fettverbrennung forcieren, dann ist es erlaubt, Dinge zu sich zu nehmen, die die Fettverbrennung auch unterstützen während des Fastens. Da ist dann halt einfach der Vorteil dieser Dinge größer als der Nachteil durch den minimalen Stoffwechseleffekt. Darunter zählen zum Beispiel Zitronensaft oder auch Kurkuma oder auch Apfelessig. Dies sind Dinge, die zwar einen minimalen Effekt auf den Stoffwechsel haben, quasi einen ganz kleinen Ausstoß von Insulin, also eine kleine Welle. Und das bedeutet, dass Insulin, ihr wisst ja, Insulin ist ein starkes, ein Fettverbrennungshemmer. Aber wenn es nur so ganz gering ausfällt, dann überwiegen die Vorteile dieser Dinge. Zitronensaft, also maximal den Saft einer halben Zitrone auf ein Glas Wasser. Apfelessig, maximal einen Esslöffel auf ein Glas Wasser. Oder Kaffee oder Tee, die auch so 2, 3 Kalorien haben pro Becher, kann man davon ausgehen, dass die Vorteile dieser einzelnen Dinge den kleinen Nachteil des Insulins wegmachen. Der große Vorteil von Zitronensaft ist nämlich der, dass er mit vielen Polyphenols daherkommt und auch die Zitronensäure am Ende basisch verstoffwechselt wird, Zitronensaft Magnesium liefert und uns deshalb auch wegen der Säure im ersten Moment unseren Magen-Darm-Trakt schneller leert und dadurch unser Verdauungssystem eher in die Ruhe, in die Fastenruhe kommen kann. Das ist also der Vorteil von dem Zitronensaft.
Und zusätzlich liefert das Magnesium, sodass am Ende Zitronensaft basisch verstoffwechselt wird, was ja auch unserem ganzen Stoffwechsel- und pH-Gefüge zugutekommen kann. Beim Apfelessig ist es ganz ähnlich. Apfelessig liefert gute organische Säuren, die unseren Körper tiefer in die Fettverbrennungszone bringen. Apfelessig hat halt die Wirkung, den Blutzucker zu senken. Und diesen Effekt wollen wir, also dieser Effekt basiert auf organischen Säuren im Apfelessig. Und diesen Effekt wollen wir halt nutzen, um tiefer, schneller, tiefer in die Ketose zu kommen, in die Fettverbrennungszone. Beim Kaffee ist es ebenso, dass er voller Polyphenole steckt, die in gewisser Weise Adrenalin steigert. Und das sorgt dafür, dass unsere Temperatur steigt, dass unser Herzrhythmus etwas ansteigt, dass wir wacher sind und parat sind. Und das hilft uns, schneller und effektiver Energie zu erzeugen. Und wenn wir fasten, kommt dann diese Energie aus den Fetten. Das sind also die Vorteile vom Kaffee und die überwiegen den kleinen Nachteil, dass der Kaffeebecher so mit 2, 3 Gramm Kohlenhydraten daherkommen. Wir können Kaffee auch mit Stevia süßen. Das hat also bei den allermeisten Leuten kaum einen Effekt. Es kann natürlich sein, dass jemand, der sehr insulinresistent ist und auf Zucker sehr stark reagiert, dass der schon allein einen Stoffwechseleffekt hat durch den Zuckergeschmack auf der Zunge. Aber das kann man austesten, indem man das einfach mal misst, den Blutzucker nach dem Kaffeegenuss mit Stevia und dann schaut, wo der Blutzucker sich hinbewegt. Will man eher so viel Ketone wie möglich haben während der Zeit des Fastens, um dem Gehirn auf die Sprünge zu helfen, um das Gehirn zu supporten, dann ist es, aber nur dann ist es eine gute Idee, beim Fasten auch MCT-Öl in kleinen Mengen, vielleicht einen Teelöffel zu verwenden oder den einen oder andere Kapsel Himbeerketone. Das ist allerdings keine gute Idee, wenn man den Fokus hat auf Fettverbrennung, weil die Ketone zuerst verbrannt werden, bevor der Körper dann in die eigene Fettverbrennungszone hineingeht. Das ist eben der große Unterschied zwischen exogenen und endogenen Ketonen. Exogene Ketone, das sind die Ketone, die man zuführt, wie gesagt, durch MCT-Öl, durch Ketonsalze, durch Himbeerketone. Und die haben halt einen anderen Effekt auf den Körper, als wenn man die Ketose im Körper selbst kreiert, aufgrund von Ernährungsumstellung. Deshalb hier meine Warnung, wenn ihr mit Hilfe des Fastens schneller Fette verbrennen wollt, körpereigene Fette, dann verzichtet lieber auf exogene Ketone. Die helfen euch in der Beziehung weniger. So, und dann habe ich auch die Frage bekommen, Silvia, kann ich eigentlich in meiner Fastenzeit Kaugummis kauen? Also da gibt es diverse Kaugummis, die basieren auf Erythrit. Die kann man wohl vielleicht verwenden, aber man muss dann ganz schauen, was da noch so verarbeitet ist. Wenn da zum Beispiel Befeuchtungsmittel drin sind oder irgendwelche anderen chemischen Stoffe, die können dennoch mit Kohlenhydraten einherkommen und man kann da auch die Performance ein bisschen stören. Zu der Kategorie zählt auch, was das Fasten bricht, der Kombucha. Man kann nie genau wissen, wie viel Restzucker Kombucha enthält und er enthält auch kleinste Mengen von Alkohol, was auch nicht gut ist, um damit zu fasten. Und auch, was ich nicht empfehlen kann, ist Schlagsahne im Kaffee. Aber das ergibt sich von selbst, wenn ich rede davon, dass keine Kalorien gut sind, dann ist da eben auch die Grenze. Der wichtigste Satz, den ihr euch unbedingt merken müsst, ist, Kalorien, Kohlenhydrate und Proteine brechen das Fasten. Klar, ich habe gerade gesagt, dass es bestimmte Stoffe gibt, die in kleinsten Mengen einen größeren Vorteil als den Nachteil des zeitweisen sanften Brechen des Fastens wieder aufwiegen. Dazu zählen eben, wie gesagt, der Zitronensaft, der Apfelessig, der Kaffee, aber auch zum Beispiel verschiedene Gewürze wie Cayennepfeffer oder Kurkuma oder Ingwer.
Ja, wir essen nicht das, wir machen daraus Tee oder eine oder geben es in unseren Kaffee oder in unseren Tee und trinken den Tee. Ja, und das hilft dann auch, die Ketose zu vertiefen, den Fastenzustand zu fördern, weil es die Prozesse des AMPK-Pfadweges fördert. Im AMPK-Pfadweg passiert alles etwas besser, was mit Autophagie, Zelltrümmerabbau und kaputte Mitochondrien aussortieren zu tun hat. Ne? Jetzt möchte ich noch kurz darauf zu sprechen kommen, was bricht denn meine Ketose? Wenn du intermittierend fastest, dann ist der erste Teil des Videos wichtig für dich. Wenn du aber Angst hast, aus der Ketose zu fallen, dann ist die Gewichtung wieder eine andere. Dann kannst du natürlich den Bulletproof-Kaffee trinken, dann kannst du Knochenbrühe trinken. Das ist alles wunderbar. Hier ist die Gewichtung darauf, achte auf deine Kohlenhydrate. Alles, was Kohlenhydrate enthält, minimiert den Effekt der Ketose. Und da ist auch der Fokus auf den Kohlenhydraten, nicht auf die Menge an Fetten, sondern darauf, wie viel Kohlenhydrate du am Tag zu dir nimmst. Das ist der direkte Korrelation zu deinem Grad an Ketose. Bei Leuten, die noch eine höhere Insulinresistenz haben, kann es länger dauern, bis der Speicherzucker sich gesenkt hat, um die Ketose zu vertiefen. Da muss man mehr Geduld haben, da muss man gut und sorgsam mit sich umgehen und dann die Geschichte halt einfach in kleineren Schritten vorantreiben, sodass man sich nicht allzu schlecht fühlt und dann vielleicht schon große Fastentage oder Fastenzeiten in Anspruch nimmt, nur um mit aller Gewalt in eine tiefe Ketose zu kommen. Dann braucht der Körper halt einfach seine Zeit und da hilft es sehr gut, wenn man Bulletproof-Kaffee nimmt, weil der uns Energie und Fokus schenkt. Und natürlich auch Antioxidantien, die wichtig sind, um Entzündungen zu reduzieren. Denn Entzündungen sind mit ein Grund, warum wir einen höheren Grad von Insulinresistenz haben. Wir können in der Ketose sein, auch wenn wir Fette essen und wenn wir exogene Ketone nehmen. Dann sind wir ebenfalls in Ketose, aber wir unterbrechen damit die Fettverbrennung der körpereigenen Fette. Da ist ein großer Unterschied zum in Ketose sein und in der Fettverbrennung sein. Das ist wirklich zu beachten. Wenn ihr dann die ersten Hindernisse beim Einstieg in die Ketose überwunden habt und merkt, eure Fettverbrennung fängt an zu greifen, eure Performance verbessert sich, dann seid ihr auf dem guten Weg, dass ihr auch ein paar Gramm eurer Nahrungsfette reduzieren könnt, damit euer Körper lernt, in die eigene Körperfettverbrennung zu kommen. Hier geschieht nämlich auch sehr viel Verwirrung. Viele Leute versuchen wirklich, ihre 70-75% Nahrungsfette beizubehalten, um immer genügend Ketone zu haben. Da gibt es dann große Verwirrungen mit den Messdaten, Messwerten. Sie fokussieren sich zu sehr auf die Werte und essen dann ganz viele Fette, damit sie auf bestimmte Werte kommen. Damit erreichen sie Ketose, das ist klar. Aber damit erreichen sie nicht unbedingt die körpereigene Fettverbrennung. Für die körpereigene Fettverbrennung ist es notwendig, dass wir die Nahrungsfette wieder reduzieren, damit der Körper dann im weiteren Verlaufe in die Lage versetzt wird, die eigenen Körperfette anzugreifen. Gut, ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen entwirren und dich ein bisschen besser auf deinen Performance-Weg führen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt für weitere Videos, dann bin ich froh und dankbar für die Kommentare hier unten. Und bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.